Moin Leute, Trimax hier. Wir gucken uns jetzt die von GDI geprüften Fails der Woche an. Wir nennen die Nasenblut-Moment. Viel Spaß damit. 7 serving 10. Oh! Unser erster Nominierter, Lorenz Karlicek. In Gießen werden die Kaderplätze für die nächste Saison jetzt Battle Royale-Style ausgespielt und Lorenz ist direkt mal auf K.O. gegangen. Zu viele Videos von TikTok-Legende David Seibering geguckt. 3 Tipps to improve your serve and attacking power. Practice your arm swing like a bow. Breathe in before serving or attacking. Practice swing with resistance band. Ach komm, scheiß, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ja, ich bin natürlich stinksauer und auch riesig enttäuscht. Auf der 2, Matthew West. Wenn man schon nicht so viel spielt, dann muss man seine Chancen einfach auch nutzen. Aktuell Platz 1, was die Auftrittsquote beim Nasenblutmoment der Woche angeht. Der Mann war einfach viel zu hyped auf den Super Bowl. Auf der 3, mal wieder eine Co-Produktion. Tobi Brandt und Sebastian Gewert in einer ganz wilden Rallye gegen den VfB. Wir starten direkt mal mit einer Weltklasse-Vorhand von David Pettersson. Tobi verlagert das Problem dann auf die andere Seite, wo dann Lukas Maase sich mit der 2,12 Meter-Edition einer Matrix-Sicherung glänzen kann. Du bleibst verdammt nochmal weg, du Fickschnitzer! Warum ist dir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Platz 4, eben noch Supporting Actor, jetzt endlich in der Hauptrolle, Lukas Maase, mit einer Passage, wo man, wenn wir es nicht besser wüssten, echt denken könnte, der spielt Regionalliga, aber auch nur, weil er groß ist. Eieieiei, Timing ist da, verstemmt sich dann auch komplett, die Opa-Sicherung ist auch am Start und dann nochmal die feinen Big Man Trittschende präsentieren. I'm proud of you, you know that. I hope you do. Und zum krönenden Abschluss Leon Dervijay von den United Volleys aus Frankfurt mit dem Rudi Schneider Classic gegen Berlin. Nach dem Aufschlag von Schottola kommt der Junge aber auch aus den Blöcken, nur danach kam er irgendwie einfach nicht mehr wieder. Fuck this shit, I'm out. Hat jemand Leon Dervijay gesehen? Was ist denn da los? Alles voll! Alles ist voll! Er musste auf die Toilette. Okay, das macht